was muss passieren, damit du dich zur Ruhe setzt in einem hohen, betagten Alter und praktisch als Demo... als Demo-Opa. Als Demo-Opa in Rente gehst. Ja. Also ich sag mal so, es war ja so, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Jahr eine Weltreise machen. Ich möchte gerne viel meditieren. Also war für dich Berlin eine Weltreise, oder? Ich möchte viel meditieren und ich möchte im Einklang mit der Natur leben, mit meinem Hund spazieren gehen und so weiter. Und das sehe ich ja, wird mir immer mehr genommen. Ja. Dadurch, dass wir immer mehr Einschränkungen kriegen, wird es vielleicht auch noch irgendwann im Freien Maske tragen sollen oder wie auch immer. Und das war ja für mich dieser Start. Wir haben vorhin kurz vor dem Interview schon drüber gesprochen. Ich bin eigentlich im Moment unfreier denn je. Das heißt, ich bin gerade, und also energetisch geht es mir gut. Aber das muss natürlich auch ein Ende haben. Und ich bin so jemand, also ich habe früher ja Projekte gemacht. Und bei Projekten gibt man halt Vollgas. Und wenn das Projekt fertig ist, dann kann man sich auch wieder ausruhen und hat wieder Regenerationszeiten. Ich habe es ja gesagt, also wenn die Bundesregierung zurückgetreten sind, die Corona-Maßnahmen aufgehoben sind, dann sind wir fertig. Hast du einen Hauch von Hoffnung, dass das passiert? Ja, selbstverständlich. Sonst würde ich es ja nicht machen. Okay. Sie sprechen von Recht, aber ist es jetzt nicht so, dass das Infektionsschutzgesetz tatsächlich über dem normalen Recht steht? Gibt es das normale Recht überhaupt noch? Also haben wir das jetzt, haben wir das Infektionsschutzgesetz als das Überrecht mittlerweile? Wie sieht das damit aus? Naja, juristisch gesehen ist natürlich nach wie vor so, dass das Grundgesetz über den normalen Gesetzen steht und über dem Grundgesetz steht auch das europäische Recht, wo wir jetzt viel machen werden und viel machen müssen. Aber faktisch ist halt das Infektionsschutzgesetz dafür da, die Grundrechte, die man einschränken kann, einzuschränken. Also Versammlungsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 2 allgemeine Handlungsfreiheit und so weiter. Das heißt, diese Grundrechte können durch Gesetz eingeschränkt werden. Und das ist das, was momentan passiert. Faktisch hat man aber als Laie jetzt das Gefühl, dass eigentlich nur noch das Infektionsschutzgesetz zählt. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil wenn ich sehe, wie die Behörden reagieren, dann interessiert die weitestgehend das Grundgesetz nicht mehr. Die sagen auch ganz oft, sie können ja dann, wir lösen jetzt rechtswidrig auf, sie können ja dann dagegen klagen. Das heißt, der Polizist oder der Bürger in Uniform, wie ich ihn meistens nenne, und auch der Behördenmitarbeiter sagt, ich mache das jetzt, es ist mir völlig egal, sie können sich ja wehren. Also die sagen ganz klar, wir verhalten uns rechtswidrig. Und die nehmen das Grundrecht und die Grundrechte überhaupt nicht mehr ernst, weitestgehend. Das ist natürlich eine ganz starke Aufweichung des Grundrechtsschutzes. Glauben Sie denn, dass es jetzt eine nachhaltige Umstrukturierung des Rechtssystems geben wird? Das ist eine gute Frage, da sind wir dran. Wobei das beste Rechtssystem nutzt natürlich nichts, wenn sich keiner dran hält. Ja, wir hätten durchaus Gerichte, die jetzt die Parameter des Robert-Koch-Instituts überprüfen könnten. Wir haben durchaus Legislative, die sich Gesetzentwürfe auch kritisch anschauen kann, gerade in der Opposition, aber auch in der Regierung. Also theoretisch haben wir eine Gewaltenteilung, aber so wie sie momentan ist, funktioniert sie nicht. Und wenn man das umgehen möchte oder für die Zukunft absichern, musste man Mechanismen schaffen, dass zum Beispiel die Regierung, die diesen Lockdown ausruft, nicht die ist, die dann später die Maßnahmen entscheidet. Also damit würde man eine sehr, sehr hohe Hürde einbauen im Grundgesetz, dass wenn ich jetzt diesen Notstand aufrufe, dass ich mich selbst entmachte und dass ein anderer darüber entscheidet. Und was wir in der Justiz auch brauchen, zum Beispiel im Strafrecht, es gibt es in keinem europäischen Land, dass der Richter, der die Anklage zulässt, später auch der Richter ist, der aburteilt. Und dann bin ich natürlich mehr oder weniger mit mir selbst befangen. Und solche Mechanismen kann man schon ändern. Die müssen auch dringend geändert werden. Dass man nicht immer die eigenen Entscheidungen rechtfertigt, sei es als Richter und sei es als Regierung. Also da gibt es genug Ideen, die man dringend umsetzen müsste. Herr Heinz, vielen Dank für diese Einblicke. Sehr interessant und ich danke Ihnen wirklich für dieses Gespräch. Dankeschön. Jederzeit gerne wieder.